Spitzenspiel ist angesagt, zumindest wenn man der Tabelle nach 2 Spieltagen glauben kann. Neu-Isenburg mit 2 Siegen gestartet, Dreieich mit 1 Sieg und 1 Unentschieden. Die Heimmannschaft also 2 Punkte hinter den Neu-Isenburgern in Rot. Und die haben ja einiges gut zu machen. Letztes Jahr gab es hier eine 6:2 Klatsche für Neu-Isenburg bei Dreieich. Die wollen hier natürlich mit 2 Siegen vor der Brust groß auftrumpfen und kommen auch gleich. Von links nach rechts. Erster Schuss hier, aber noch zu ungefährlich. Die haben hier eine richtige Negativserie, die Neu-Isenburger. Zuletzt im Dezember 2015 einen Dreier eingefahren gegen Dreieich. Dazwischen gab es 4 Niederlagen und 2 Unentschieden. Und sie kommen hier schon wieder und machen das 1:0. Luca Schmidt in der 32. Spielminute. Die Negativserie sollte sie etwa anhalten. Hessen Dreieich hier mit einer schönen Aktion und folgerichtig mit der Führung. Und dann kommen die schon wieder. Nur eine Minute später. Nächste Schusschance, das 2:0 für Hessen Dreieich. Joel Tewelde trifft, bringt sein Team hier mit 2 Toren in Front. Und das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Das Spiel ausgeglichen, aber dann zündet Hessen Dreieich wie aus dem Nichts den Turbo. Und sie machen auch genauso weiter. Hier eine Standardsituation für die Hausherren. Und der Pass, das 3:0. Gruber machtlos im Tor. Daniel Stirre mit diesem Zuckerfreistoß. Und nicht mal 7 Minuten hat es gedauert. Und dann wird hier aus dem 0:0 ein 3:0. Neu-Isenburg deutlich zurück. Und es geht noch weiter. Frustration bei den Roten und Partystimmung bei den Weißen. Das 4:0 durch Luca Schmidt. Quasi mit dem Pausenpfiff bringt der Goalgetter Hessen Dreieich mit 4 Toren in Front. Zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Die spielte nach vorne, wie sie wollen. Und Neu-Isenburg bricht auseinander. Wie im Schockzustand nach dem 0:1. Und auch in der zweiten Halbzeit selbes Bild. Dreieich drückt. Neu-Isenburg ist hinten drin. Schafft kaum Entlastung und ist auch unaufmerksam, wie in dieser Situation. Und dann klingelt schon wieder das 5:0. Luca Schmidt mit seinem 5. Saisontor im 3. Spiel macht er hier endgültig den Deckel drauf für Hessen Dreieich. 5 Tore Vorsprung. Nur noch eine halbe Stunde zu gehen. Die Roten, sie waren hier auf verlorenem Posten. Dann noch das Ehrentor durch Henry Düker. Sein 3. Saisontor im 3. Spiel. Aber das wird hier nichts mehr helfen. Wir haben viel gesehen am Wochenende, die Aufholjagd von Neapel gegen Juve. Aber hier die 4 Tore aufzuholen, das wird nicht klappen. Die letzte Chance auch hier nochmal für Hessen Dreieich. Neu-Isenburg wie von der Rolle und verlieren das Spiel ja auch mit 5:1. Nach 6:2 in der letzten Saison gibt es hier eine 5:1 Klatsche für Neu-Isenburg. Hessen Dreieich bleibt weiter ungeschlagen. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Neu-Isenburg ist gut gestartet in die Liga mit 2 Siegen. Ja. Deshalb waren wir auf der Hut. Wir haben die Woche sehr gut trainiert. Die Jungs waren fokussiert, haben alle gut mitgezogen und haben alle Vorgaben sehr gut umgesetzt. Auf Dreieich wartet mit Königstein am nächsten Wochenende ein großer Prüfstein. Und für Neu-Isenburg geht es gegen Griesheim um Wiedergutmachung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.